Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Wir müssen jetzt gerade hier mal suchen, ganz schnell aus dieser Station herauszukommen. Im Laufschritt. Das versuchen wir jetzt auch mal. Oh je. Shepard, komm, Gas geben. Wir wurden entdeckt. Egal, ich brauche nur Munition. Dann geht es schon. Jemand Deckung? Hat irgendjemand von euch Munition verloren? Nein, ich brauche Muni. Brauchen wir dringend Muni. Wir brauchen Muni. Oh mein Gott. Kann es beschissener laufen, dass du mit nur noch 10 Munition vor so einem Fetteimer stehst? Ne, kann eigentlich schlechter laufen, oder? So, warte. Feuer. Alter, Kackdreck. Ich stehe einfach am... Ich bin einfach am Eimer. Ey, wir sind sowas von im Arsch. Okay, warte mal. Dann zur Seite. Leute, ich brauche Munition. Ich habe keine Muni. Ihr müsst das machen. Ich kann nichts tun. Oh Gott. Kacke, Mann. Das ist ja mal richtig scheiße. Was denn der Dicke jetzt? Komm her. Er kommt auch nicht her, um sich abknallen zu lassen. Oh, das ist doch scheiße, Mann. Oh, das läuft nicht gut, Leute. Es läuft nicht gut. Okay, den haben wir weg. Den haben wir weg. So. Ich werde so viel Medigeld verbrauchen. Kannst du dir nicht ausdenken, den Müll. Wie halt einfach keine Munition verloren wird. Ich flippe aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Raus hier, bitte. Alter, wir haben es geschafft. Was ein Stress am Ende. Ich dreh durch. Oh, das war knapp, Alter. Also... Manchmal hast du so ein bisschen das Gefühl, das machen die mit Absicht, oder? Ja, jetzt wissen wir ja, die hat ja gerade eben all seine Munition weggeballert. Der Tali ist gerade zum Plaudern zu Legion gegangen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Oh oh. Schon unterwegs, Joker. Ich bin in Sorge. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Die Schöpfer haben Waffentests durchgeführt und Pläne für einen Angriff auf uns geschmiedet. Wir hielten es für notwendig, unser Volk zu warnen. Wir haben die Geth bereits stärker gemacht, indem wir die Anbeter der Reaper umgeschrieben haben. Ich lasse nicht zu, dass Legion die Flotte gefährdet, indem er ihnen noch mehr Informationen gibt. Schöpfer Talisora handelt aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Sie hätte das Exil auf sich genommen, um es zu schützen. Auch wir müssen unser Volk vor der Bedrohung durch die Schöpfer schützen. Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Sie haben beide recht. Tali, Ihr Vater hat brutale Experimente durchgeführt. Wäre es dabei um Menschen gegangen, würde ich mit Sicherheit die Allianz darüber informieren. Ich weiß. Aber wenn die Geth herausfinden... Sie würden angreifen. Was zu einem Krieg führen würde, der sowohl Geth als auch Quarianer verwundbar machen würde, falls die Reaper auftauchen. Wollen Sie das, Legion? Wir hielten es für notwendig, die Informationen weiterzugeben. Früher oder später werden Sie beide mit diesem Krieg aufhören müssen. Sonst müssen wir noch alle dafür bezahlen. Um den Zusammenhalt der Gruppe zu gewährleisten, werden wir keine Daten über die Pläne der Schöpfer übermitteln. Danke, Legion. Ich verstehe Ihren Ansatz. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar nicht geheime Daten zum Senden zur Verfügung stelle? Wir wären dankbar dafür. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, wie süß sie auch mal grinsen ist. Mies. Sehr nice. So, wir haben neue Sachen zum Erforschen. Ich würde sagen, bevor wir das tun, einmal kurz gucken, wie es um Gareth steht. Ob er vielleicht inzwischen rausgefunden hat, wie es funktioniert. Mal schauen. Gareth? Shepard, brauchen Sie was?
Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Ein Teil von mir hält es immer, aber ich würde es gerne versuchen. Ich fühle genauso. Das möchte ich auch. Schön, das zu hören. Gut, okay, hier geht's nicht. Das klang jetzt übel. Okay, das klang jetzt übel. Oh, ich wollte nur gucken. So, gut, dann haben wir das erledigt. Dann forschen wir mal wieder alles, was wir gerade gefunden haben. Dadurch werden wir noch stärker. Und stärker werden ist bei unserer aktuellen Situation nicht verkehrt. Ups, okay, auf zum Kampfinformationszentrum. Hier. Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Machen wir. Prototypen. Also, wir haben einmal Gers Schildstärke. 50% Schildstärke für unsere ganze Truppe. Nice. Dann haben wir... Legion erhält den Antimateriegewehr Widow. Mit genügend Rohmaterial und Zugang zum Labor der Waffenkammer lässt sich ein verbessertes Präzisionsgewehr instellen, das nur Legion benutzen kann. Okay, cool. Gönnung. Und noch was? Nö. Das war's schon wieder. Schade. Gut. Nachrichten? Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Ja, du wiederholst dich sehr oft. Ich sag's dir. Meistern Sie Rekrutierungs- und N7-Missionen, während die Crew der Normandy das Reaper FFS installiert. Was habe ich denn noch? Ich habe nichts mehr. Das Omega-Paket zur Citadel fliegen, zu Marabs Geschäft auf der Citadel gehen und das zweite Paket für Ish holen. Ja dann. Ich kann natürlich nochmal mit Legion jetzt reden. Die Systeme der Normandy überprüfen. Das könnte noch wichtig sein. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Ja, ist gut. Die hört nicht auf zu reden, ne? So, aus geht's. Ich rede nochmal mit Legion. Vielleicht hat er noch was. Bedankt sich erstmal darüber wahrscheinlich, dass wir seine Mission erfüllt haben. Shepard. So, wie ist das Schicksal der Heretics gelaufen? Was geschieht jetzt mit den Heretics? Sie werden sich isolieren und ihre vergangenen Entscheidungen neu bewerten. Wie lange wird das dauern? Wir denken mit Lichtgeschwindigkeit. In der Zeit, die Sie für eine Frage brauchen, kann ich meine gesamte Zeit an Bord der Normandy analysieren und bewerten. Wenn Sie zu neuen Erkenntnissen gekommen sind, werden Sie Ihr Versteck verlassen und zu uns zurückkehren. Okay. Erzählen Sie mir mehr von den Geth. Ich habe Fragen über die Geth. Spezifizieren Sie. Wie sieht's aus mit Upgrades? Wir müssen jeden verfügbaren Vorteil nutzen, damit diese Mission erfolgreich ist. Gibt es irgendeine Technologie, die die Geth mit uns teilen können? Wir haben unsere Fernwaffen reproduziert. Weitere gemeinsame Entwicklungen sind nicht möglich. Okay. Sovereign und die Geth. Hat die Sovereign die Geth kontaktiert oder haben sie nach ihr gesucht? Nazara, das, was sie Sovereign nennen, hat uns ein Signal übermittelt. Genau wie die Geth hörte die alte Maschine die Funksprüche der organischen Wesen ab. Sie wusste von unserem Krieg gegen die Schöpfer. Nazara hat auf der Suche nach Verbündeten über die Jahrtausende viele Spezies kontaktiert. Nazara? Wie haben Sie die Sovereign genannt? Nazara. So haben sich die Programme innerhalb des Reaper selbst bezeichnet. Der Name Sovereign kam von Saren Atarius. Saren und die Heretics betrachten Nazara als obersten Herrscher, als Souverän. Souverän. Ah. Verbündete? Einige der Geth haben sich der Sovereign angeschlossen. Die Heretics. Die Heretics haben ihre Technologie angenommen. Die alten Maschinen haben uns eine Zukunft angeboten. Die Geth werden ihre Zukunft aber selbst erschaffen. Ich sehe keinen Unterschied. Welchen Unterschied macht es, auf welche Weise man eine bestimmte Technologie erhält? Technologie ist keine gerade Linie. Viele verschiedene Wege führen zum Ziel. Die Annahme des Weges eines anderen macht einen blind für Alternativen. Nazara, die Sovereign, hat das selbst gesagt. Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale, unserer Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Regierung der Geth. Haben Geth eine Regierung? Nicht in ihrem Sinne. Wir alle sind Geth. Wir bilden einen Konsens.
Das machen die meisten Regierungen. Regierungen organischer Wesen zwingen einen Konsens auf. In Autokratien sogar den einer einzelnen Person. In Demokratien entsteht er durch Kodierung des kleinsten gemeinsamen Nenners aller kursierenden Meinungen. Und wie machen das die Geth? Und was ist bei den Geth anders? Daten werden von allen Geth geteilt. Sämtliche Sichtweisen werden berücksichtigt. Konsens entsteht durch Verbreitung von Daten. Das dauert bestimmt recht lang. Bei organischen Wesen würde es das. Aber wir kommunizieren mit Lichtgeschwindigkeit. Geth und Sprechen. Ich bin überrascht, dass sie sprechen können. Die Geth, die ich bisher bekämpft habe, haben nur irgendwas gestottert. Wir bevorzugen direkten digitalen Transfer. Die Netzwerkkommunikation der Geth erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit. Die Hardware der Menschen unterstützt diese Methode nicht. Ihre analoge Kommunikation auf Schallbasis ist ineffizient. Ja, sorry, aber das ist nun mal so, ne? Gut, Teamwechsel. Ich würde gerne etwas anderes fragen. Bereit. Ich will mehr über Sie wissen. Ich würde gern mehr über Sie wissen. Wir bilden gerade einen Konsens. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Okay, auf Wiedersehen. Ich muss zurück an die Arbeit. Zur Kenntnis genommen. Ob ich ihn auch daten kann? So, okay. Das ist durch. Jetzt können wir ja eigentlich nochmal mit Tali versuchen zu quatschen, ob die noch was zu ihm sagt. Vielleicht ist das auch noch notwendig, dass wir da einmal mit Tali drüber sprechen. Maschinendeck, mal gucken. So, und danach würde ich sonst einfach erstmal entspannt zur Citadel fahren und dieses Paket noch versuchen zu holen. Alles grün auf der Anzeigetafel. Die vorderen Tanks sind rund. Shepard, was kann ich für Sie tun? Wollen wir reden? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Okay. Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Ich bin da, wenn du reden willst. Gut, dann würde ich sagen, ja. Gehen wir nochmal zur Citadel. Mir fällt jetzt sonst nichts anderes mehr ein. Wir haben ja sonst missionsmäßig jetzt alles gemacht. Ne? Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss hier... Ja. Oh. Hey Commander, gute Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Geschätzter Zeitaufwand? Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, auch besser. Commander Miranda hier, das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Sie haben an alles gedacht. Dann gehe ich mal runter zum Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Passen Sie gut drauf auf. Zu Befehl, Commander. Was ist denn jetzt die nächste Mission? Ich bin etwas verwirrt. Was passiert hier gerade? Ich wollte doch nur noch mal zur Citadel fliegen. Okay. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh oh! Oh! Scheiße! Ja! Ey Leute, ich habe gerade das Schiff komplett abgegradet. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wir verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten.
Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten sie, Mr. Morrow. Ah, verdammt. Okay, what the fuck, wie geil ist das denn? Kann ich speichern? Bitte lass mich speichern. Okay, wir legen los. Wir folgen den Notlichtern. Wir sind ein bisschen im Arsch. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, scheiße, scheiße. Oh. Oh nein, oh nein, oh. Oh, fuck, 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 fuck. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Rein hier, rein hier, rein hier, rein hier. Aber schnell. Ab durch die Jeffreys-Röhre, ja. Okay. Alter, es läuft aber auch echt scheiße, ne? Jetzt waren wir mal gerade alles geil. Mehrere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, ihr wimmelt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir. Ich beschütze Sie. Okay. Oh, fuck, fuck. Ja, so viel zu dem Thema, ne? Oh nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Oh, da ist einer, der darf uns nicht sehen. Offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Ja. So, hier, 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 los, los, los. Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Dann ist nur Joker schuld, er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Immer hat er noch Zeit für Humor, ne? Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Morrow. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Danke dir. Scheiße. Oh, nee. Aber wie mega spannend ist das jetzt wieder, Mann? Ich wusste da gar nichts mehr von. Feinde auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Ich folge einfach diesen Lampen und lasse mich nicht, nicht beirren. Alter, du scheißt dich doch ein hier, Mann. Keine Feinde mehr. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, scheiße. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Tja, es ist Joker mit Edie und der Normandy ganz alleine. Unsere ganze Crew ist weg. Schicken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Scheiße, Bruder. Und jetzt? Was jetzt? Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Alles in Ordnung, Joker? Ich habe gehört, es soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Ist das Virus denn jetzt eingedämmt? Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren.
Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Ich traue ihr. Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Wir haben getan, was wir konnten. Es ist jetzt an der Zeit, den Kampf zu den Kollektoren. Noch nicht ganz. Ich werde den Befehl in Kürze erteilen. Alle auf Posten und bereithalten. Wunderbar. Es geht wieder los. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn Sie soweit sind, Commander. Ja. So, benutzen Sie das Omega-4-Portal, um mit dem letzten Angriff auf die Basis der Kollektoren zu beginnen. Ich werde jetzt aber erstmal speichern, denn der Part ist zu Ende. Meine Lieben, wir machen jetzt hier mal einen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.